Toll. Ja, das ist doch mal ein geiles Plugin. Tolle Scheiße. So, speichern, schließen, nochmal öffnen. Ich liebe Plugins, die zu groß für Fruity Loops sind. Fang's ein. Ich finde den schon. War das nicht der da? Das war der doch, oder? Ist es der? Nee, das war der nicht. Oh Gott. Willst du mich verarschen? War das jetzt der Bass davor oder nicht? Hat sich auf jeden Fall nicht so gut angehört. Das gibt's doch nicht. Ich will den wieder haben. Der war aber nicht bei... War der bei Bass? Der war bei Bass hart, oder? Natürlich jetzt ärgerlich. Okay. Ich mach mal kurz hier die Effekte aus. Der Equalizer. Das war der nicht. Nein, das war der nicht. Schon klar. Das ist der nicht, oder? Der andere hat sich cool angehört. Der hatte so einen Dings-Effekt. Ich klick mal jetzt ganz kurz durch. Wie viel sind das? Ja, gut. Wir sind schon fast bei der Hälfte. Das finde ich übrigens sehr erstaunlich, diese Theorie. Man kann sich ja im Geschichtsunterricht zum Beispiel oder sonst wo im Unterricht, wo man Sachen auswendig lernen muss, wie zum Beispiel Wörter, das ist natürlich schwieriger, als wie, wenn man so einen Bass hört und man weiß noch, wie er sich angehört hat. Da kann ich mir, weiß ich nicht, 10 verschiedene Instrumente, Sounds merken und die dann nochmal raussuchen. Bei so Englischwörtern 10 Stück oder sowas. Ja. Da muss ich nur ein paar Stunden lernen, bis ich die komplett auswendig kann. Sag mal, wo ist denn der jetzt? Ich hab doch nicht so weit geklickt. Dieser Stream verzögert sich noch ein bisschen. Bitte haben Sie Geduld. Das ist der auch nicht, der hatte ja so einen Wobbel. Das ist er doch. Ja, das ist der. Das ist der. Hört sich jetzt komisch an als wieder vor. Vielleicht ist er einfach zu tief. So, ich wollte jetzt den Hall lauter machen. Ich speichere davor nochmal. Beide schlafen ein. Kein Bass, deswegen. Kompressor. Ich improvisiere gerade ein bisschen. Ich improvisiere eigentlich die ganze Zeit, aber schmiert. Der hat nämlich ein Destroyer an. Ich will mal gucken. Nee, ganz easy für Serum.
Und so hört sich das an, ohne den Zerstörer auf Deutsch gesagt. Ich glaube, ohne den Zerstörer ist es weniger zerstört. Ist das jetzt richtig? Ich meine, ohne Zerstörer ist es mehr zerstört, so rum. Den Zerstörer anmache, dann ist es weniger zerstört, habe ich das Gefühl. Woher kommt dieses Hohe? So nicht. Sakura. So ist schön. So ist es schön. Ja. Natürlich nicht. Pets. Ich glaube, die Pads sind hier nicht so gut, aber die Strings dafür, die hören sich sehr, sehr schön an. Sehr chinesisch. Ich das? Nicht tief. Das wäre irgendwie cool, wenn das hier auch noch so ein Wobble hätte, oder? Ich weiß nicht. Hört sich das alles so trocken und so komisch an. Ich will mal kurz was hören. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen laut ist. Ich will einfach nur mal kurz was gucken. Der Wobble gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es einen anderen. Dann wäre es ja das Rumgesuche vorhin umsonst gewesen. Ich habe FL Studio gekauft. Ich habe die sogar hier zu stehen, die Signature Bundle. Das kann man auch ganz gut dran sehen. Und was kann man da singen? Ich weiß nicht, ich habe das alles. Achso, ich habe gerade den Chat gelesen. Ja, ich habe FL Studio gekauft. Das habe ich. Allerdings die Plugins. Es gibt ja hier haufenweise kostenlose. DSK, die sind alle super. Harmor war, glaube ich, kostenlos dabei. Also keine Demo-Version. Ja, was heißt kostenlos? Die war nicht kostenlos dabei. Ich habe die. Es gibt ja diese drei Versionen, die für 280, 180 und 80 Euro, die Producer und Fruity Edition und sowas und diese All Plugins Bundle. Und ich hatte halt die Signature Edition, die drittletzte. Danach kam nämlich die All Plugins Bundle, wo wirklich alle Plugins keine Demo waren. In der Signature Bundle ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall funktioniert ja bei mir Sakura, ist ja auch Imageline-Plugin, müsste eigentlich eine Demo in der Producer-Edition sein.
warum nicht einfach cracken? Na, weil ich, also guck mal, ich hatte ja, ich mache ja schon etwas länger Musik. Und ich benutze übrigens, ich habe ja Windows 10. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen, ganz kurz. Danach machen wir weiter. Ganz kurz. Und ich habe mir auch, weil ich bin, ich sag mal, ich bin ein richtiger Fan von ImageLine. Und ich kaufe mir eigentlich alles, was ImageLine anbietet. Ich habe die App FL Studio, dann habe ich hier FL Studio Groove. Eigentlich ist es für Touchbildschirme. Allerdings habe ich keinen Touchbildschirm, darum kann ich jetzt hier Maus spielen. Ich habe, glaube ich, das habe ich übrigens auch gekauft. Seitdem ich Windows 10 habe, kann man ja im Store da ganz easy einkaufen. Und was mache ich hier eigentlich? Habe ich jetzt wirklich... Oh, jetzt habe ich das. So, das war das Richtige, ne? Egal, ich kann nicht reden, wenn ich hier Musik mache. Das ist zu anstrengend für mein Gehirn. Ich bin nicht multitaskingfähig. Klar doch. Das ist Signature Bundle, die ich habe, für 280 Euro, die hatte ich mir zu Weihnachten besorgt. Ich habe ungefähr 120 Euro gespart, ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang nicht, ein halbes Jahr ungefähr. Und meine Mutter hat dann halt Geld zugelegt und weil ich habe mir schon damals Musikprogramm gewünscht, wo ich 13 war oder sowas. Da hatte ich noch mit Magic Music Maker oh, so ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe das geliebt. Und habe ich gesagt, ich scheiße jetzt auf die Demo. Ich will jetzt mir eigentlich mal ein geiles Musikprogramm kaufen. Und als Zufall, ich hatte ja damals auch keine Ahnung, welches soll ich kaufen? Gibt es überhaupt so viele Musikprogramme? Und das war der gleiche Vorbild, oder? Und was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Dann habe ich mir halt zu Weihnachten, habe ich zufällig dann von ImageLine FL Studio bekommen. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ist ich meiner Meinung nach, ich habe schon mit Ableton gearbeitet, ein bisschen mit Cubase. Beim Freund, der hat das auch gekauft. Aber ein etwas älterer Freund, also ein Mann. Und mit Magix habe ich natürlich, wie gesagt, auch schon gearbeitet. Ich finde, FL Studio hat die meisten Möglichkeiten. Auch vom Design her finde ich das am besten. Es sieht modern aus. FL Studio 12 ist allgemein modern. Sag mal, warum... Was ist denn das? Ich suche einen Wobble, bitte. Das ist Snare, ne? Da ist so viel Peng drin. Ja, ist nicht im Rhythmus. Es kann sein, alle, die jetzt scheiß Kopfhörer aufhaben oder die Boxen laut aufhaben oder sowas. Ja, die ganze Musikbranche ist wirklich teuer, sehr teuer. Ich habe viele Alternativen einfach mal so gesucht nach Musikprogrammen. Die haben alle denselben Preis, so zwischen 200 und 300 Euro. Das ist furchtbar. Aber dafür lohnt sich es ja eigentlich. Ich meine, wer kennt nicht Avicii und Avicii oder Martin Garrix? Die haben ja auch mit Fruity Loops gearbeitet. Also mit dem hier. Was wollte ich jetzt? Ich wollte. Achso, genau. Ich wollte sagen, dass jetzt alle, die Kopfhörer auf haben, mal irgendwie. Naja, sich jetzt nicht erschrecken sollen. Es wird gleich nämlich mächtig piepen. Einfach damit ich das höre. Also, Achtung. Das kann bei manchen, die schlechte Kopfhörer auf haben, wehtun. Bisschen mehr. Bläh. Alter, dieser Maximus. Ja,
empfehle. Ich würde auch gerne mal eine Weile mit Cubase arbeiten und gucken, was ich damit machen kann. Ich suche nach einem guten Analog-Digital-Wandler, der nicht rauscht. Und solche Dinger kosten 200 Euro, aber ich lerne auf meinen Schulen bald, wie man sehr. Oh, cool. Passender Zufall. Und die Dinger sind eigentlich simpel gebaut. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ein Digitalwandler ist. Ich kenne es bestimmt, wenn ich sehe oder höre, was diese Dinger machen. Aber der Name kommt mir gerade nicht so bekannt vor. Ich mag die Clap nicht. Ich mag das allgemein gar nicht. Wenn ich das hier mache.